Hallo und herzlich willkommen zurück zu Elvas Awakening. Ja, es geht weiter mit den Stacheln und den rotierenden Klingen. Ich kann davon einfach nicht genug bekommen. Und ich muss sagen, das Spiel verzeiht keine Fehler. Verdammt. Ich nenne das hier bald den Discount-Simulator. Ich habe noch mal überlegt, ob man da vielleicht irgendwie langkommt, aber nein. Irgendwie hatte ich gehofft, das Spiel wäre einfacher, aber nein. Nein, ah, du blödes Skelett. Blöder Skeletttyp. Wie war das nochmal? Da unten kam ich jetzt so nicht dran, richtig? Ja, da komme ich. Nee, da komme ich so nicht dran. Ach nein, da ist ja schon wieder der Skeletttyp. Nein, du greifst mich nicht an. Aber im Prinzip kann ich das schon wieder gleich vergessen hier an der Stelle. Mit so wenig Lebensenergie kann das doch nichts werden. Ach ja, das war das hier. Da gab es so eine blaue Kugel. Eine blaue Energiekugel. Das Spiel verzeiht echt keinen einzigen Fehler. Aber man kann sehr genau steuern. Also das ist jetzt gar nicht mal, dass ich sage, hier, das Spiel ist unfair oder so. Man kann sehr genau steuern, definitiv. So, ich erledige das, den hier noch, was auch immer das sein soll. Eine Schildkröte mit Stacheln vielleicht, eine Skelettstachelschildkröte. Okay, ja, da oben ist wieder der Typ. Genau. Hüpf. Das gibt es nicht. Ich bin da so ich hab da so ein Timing. Ich bin da voll drauf gepolt, da genau reinzuspringen. Das ist echt. Springen. Das könnte knapp werden. Nein. Nein, nicht nochmal. Jetzt hat er mich schon wieder zweimal getroffen. Ey, was soll das denn? Ach ja, es kann sich nur noch um Jahre handeln. So, wir kommen auch so darüber. Ist doch schon mal nett. Ja. Der Typ macht mir am Anfang da echt zu schaffen. Hätte nicht gedacht, dass der mir so zu schaffen macht. Komm, jetzt lass doch hier mein Herz fallen. Also, habt ihr denn kein Herz für mich? Wir haben kein Herz für mich. So, springen, ja, schieß, das gibt's nicht. Dieser Discounter ist doch eine einzige Verhöhnung. Schon wieder, also... Ah, das hat man davon, wenn man einen Tag mal nicht aufnimmt. Ja, ich komme schon gar nicht mehr die Leiter hoch. Ja, haha. Mit mehr Lebensenergie ist das da oben definitiv machbar. Ich darf mich echt nicht treffen lassen, aber mal so ganz und gar nicht. Und die lassen hier auch nichts mehr fallen. Nein, warum auch? Könnte mir ja helfen. Ich springe jetzt hier einfach mal. So. Okay. Also, ich bin durchaus der Meinung, ja, das sah nicht schlecht aus soweit. Oh Gott, ich bin schon wieder fast 5 Minuten hier dabei und... Und komme nicht weiter. Das ist nicht ein tolles Spiel. Ja, das Spiel ist schon toll, aber irgendwie bin ich zu schlecht dafür. So. Muss ich eigentlich nicht erledigen, aber ich mache das trotzdem. So, dich lasse ich da mal rumlaufen. Jetzt versuche ich es mit einem Schwung hier durch.
Ah, dieser Discounter will mich doch nur verhöhnen. Das ist nicht wahr. Das ist echt. Gott. Schimpf und. Nein, du solltest mich nicht treffen. Ah, Mann. Ich habe ja schon mal gesagt, hier wird nichts rausgeschnitten oder so. Also, sei denn, die Aufnahme funktioniert nicht. Auf Messerschneide war das da gerade. Werde ich mal wieder die beiden hier erledigen. Meine beiden Freunde. Meine altbekannten Freunde. So. Was mit dir? Oh, ein Herzchen. Ich könnte jetzt auf Nummer sicher gehen. Ja, das könnte ich wirklich tun. Aber ja, komm. Wenn er mich einmal treffen sollte, ist das alles halb so wild. Hauptsache, oh, bin sogar diesmal ausgewichen. Mein Gott. Ich mach ich wieder platt. Dann mache ich hier wieder einen Block hin. Jawohl. So. Dich erledigen. Schon wieder so schwitzige Hände. Nach 5 Minuten. Genau, hier war das links runterfallen lassen. Ich kann mich ja treffen lassen, also ganz locker angehen. Solange mich da nicht irgendwas, was mich trifft, ins Wasser haut, ist das alles halb so wild. So, ducken. Das geht auch so noch. Wunderbar. Dann jetzt hier ducken. Und dann hier drauf und dann hier drauf und dann, ja, das war dumm. Das wäre auf jeden Fall vermeidbar gewesen. Einfach nach rechts laufen. Genau. Da oben ist wieder so ein blaues Teil. Ja, das ist ja jetzt schön und gut hier, aber komm da jetzt. Ducken. Genau, da bin ich ja letztes Mal. Ach, verdammt, gestorben. Das ist echt eine blöde Position, wo ich da jetzt bin. Aber ich hab's eingesammelt. Gott sei Dank behält man die Sachen. Gott sei Dank, also wirklich. Wir sind da unten. Das heißt, ich müsste jetzt mal wieder hoch. Ich glaube, wir können jetzt langsam mal zum Boss gehen. Ja, nein, 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 nein. Du triffst mich nicht. Genau. Ah. Wie war das denn jetzt nochmal? Musste ich jetzt hier links weiter? Wieso hat er mich getroffen? Das ist doch. War ich einen Ticken zu weit? Nee, da komme ich nicht hoch. Gott, ich sterbe gleich schon wieder. Skelettypen sind so nervig, aber wirklich so nervig. Hier war doch irgendwo. Nee, Waypoint war da oben, der Teleporter. Okay. Wenn ich damit nicht einverstanden bin, muss ich das jetzt mal so hinnehmen. Hüpf, hüpf. Oh, ja, genau sowas meinte ich mit dem Runterhauen, wenn man getroffen wird. Will nicht sagen, dass ich es bereue, dieses Spiel angefangen zu haben als Let's Play, aber so langsam kommen wir in die Richtung fragwürdig. So, jetzt lass ein Herz da. Lass doch ein Herz da. Warum hast du kein Herz für mich? Er hat kein Herz für mich. Ja, der Block hilft mir an der Stelle nicht. Verflixt und zugenäht. Wie komme ich denn jetzt? Zurück komme ich gar nicht. Das ist ja. Das ist ja. Oh nein! Und ich springe wieder daneben. So, ja, genau, das war da. Ich muss mich langsam mal ein bisschen, ein klein bisschen zusammennehmen.
Ansatzweise. Bringen und. Verdammt! Der wirft ganz schön schnell, also. Bin ich jetzt doof? Komme ich denn hier jetzt nochmal nach oben? Ja, hier war die Leiter. Ja. Da geht's dann auch nach oben. Aber da oben geht's dann nicht weiter nach oben. Oh nein! Oh, Pop. Bin gerade etwas klein wenig irritiert. So, schauen wir mal auf die Karte. Ja, theoretisch müsste es hier wieder hochgehen. Also wir müssten theoretisch hier hochkommen. Oder weiter links. Ich lege hier noch mal kurz einen Block hin, um zu schauen. Ja, das war das. Von da oben wird es theoretisch auch weitergehen, aber Moment. Wir können nach rechts und dann nach oben. Oh Mann, nein! Ich habe zu lange gewartet. Nein! Ach, da müssen wir hier den ganzen Weg lang, oder? Ja, ich habe da so meine Befürchtung. Ein Herz! Yay! Ich glaube, ich mache die Videos ein bisschen kürzer und zwar so gegen 15 Minuten. Schon allein aus dem Grund, weil ich schon nach 15 Minuten wieder fertig bin mit meinen Nerven. Ja, genau, hier kann man weiter, aber wir kommen da nicht weiter, weil da ist die olle... Moment, ich habe letztes Mal den Schlüssel eingesammelt, oder? Oh Gott, ich muss mir das echt mal merken. You found the blue gemstone. It is so light you feel like you can almost float. Now you can create gemstone bubbles. Switch magic and hold up and attack to create a bubble. Jump on top of it to float upwards. Ja, das könnte vielleicht... Wie kann ich denn... meine Magie wechseln? Irgendwie geht das bestimmt, aber wie auch immer. Genau, hier brauche ich das, oder? Jawohl! So. Können wir hier auch wieder hoch? Vielleicht brauchen wir die Fähigkeit ja auch für einen Boss. Das könnte ganz gut sein. So, hier haben wir wieder so ein Vieh. War auch schon wieder viel zu knapp. Und ich möchte jetzt aber doch nochmal hier speichern. So, Minimap. Da rechts haben wir schon geschaut, aber da müssten wir da jetzt auch... Genau, dann können wir da jetzt auch hochkommen. Schieß. Nein! Mach diese verdammte Bubble. Nein! Von der Steuerung ist das eher so suboptimal. Wie soll ich da denn jetzt rüberkommen? Muss ich mehrere Bubbles machen oder wie? Aber so schnell reagiert das Ganze doch gar nicht. Da unten sind wieder solche Viecher. Da geht's nicht hoch, okay. Das Problem ist nur, wenn ich da runter gehe, dann kann den Block hier kaputt machen. Aber was soll mir das jetzt bringen? Ich muss einfach mal hier runter und spring in meinen Tod. So,
Das reicht mir erstmal schon wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und über einen Kommentar von euch. Habt ihr vielleicht irgendwelche Tipps, nur so klitzekleine Tipps, die das ein bisschen einfacher machen? Würde ich mich sehr drüber freuen. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald!